Guten Morgen, liebe Facebook-, YouTube- und Instagram-Freunde. Wir haben heute den 7. Mai 2021. Wir haben Freitag und hier ist der Müllermilch-Test, wie gestern versprochen, und zwar in der Variante Müllermilch, Milchshake, Schoko, Müllermilch, Milchshake, Banane. Und morgen folgt noch der Müllermilchshake Macadamia. Den habe ich nämlich heute Morgen ganz neu bei Kaufland entdeckt, als ich noch mal da war. Ist also eine Saison für nur für die Saison wohl scheinbar. Saison steht da eben drauf, ne? So, wir fangen an mit den beiden, wie gestern versprochen. Ich kenne sie noch nicht, deshalb kann ich nicht viel dazu sagen, weil ich nicht so ein Schokoladenfreund bin. Ich zwar gerne mal ein Kakaochen trinke, keine Frage. Trinke ich als erstes jetzt die Banane, denn nach Schoko hat man immer so einen langen Schokogeschmack im Mund, ne? Ich trinke gerne Kakao, keine Frage, aber eher selten, weil ich nicht so viel Schokolade esse. Das ist halt nun mal so. So, wir nehmen ein sauberes Glas und beginnen mit dem. So, Müller Milchshake Banane. Dann wollen wir mal gucken. Cremig, schäumig, schütteln. Ja, dann machen wir das doch mal. So. Dann öffnen wir die Flasche mal. Man riecht eine Banane. Ganz klar. Dann wollen wir mal testen, wie es schmeckt. Man sieht sofort, es ist sehr dickflüssig. So sieht's aus. Riecht extrem nach Banane. Ja, und man schmeckt auch die Banane. Ja, cremig und bananisch. Also empfehlenswert, von 10 Punkten gebe ich 9. Schmeckt lecker. 10 ist ja die Bestnote. So, den schicken wir mal zur Seite. Beginnen wir direkt mit dem Müller Milchshake Schokolade. Auch hier. Einmal kräftig schütteln und öffnen. So. Ja, riecht extrem nach Schokolade. So, wir testen mal. Ja. So. Ja, wie eben Kakao oder Schokolade eben aussieht. So. Riecht extrem nach Kakao und schmeckt auch so. Aber cremig, lecker. Das schmeckt sahnig, cremig nach Kakao. Sehr empfehlenswert. Kann ich nicht anders sagen. Von 10 Punkten ganze 10. Hätte ich nicht gedacht, aber ist sehr lecker. Also auch diese beiden sind sehr empfehlenswert. Man kann nichts falsch machen. Übrigens, wie immer, Zucker drin, kein lästiger Süßstoff, was natürlich immer am besten ist, denn Süßstoff ist und bleibt einfach nicht gut. So, wie gesagt, morgen komme ich dann mit dem Macadamia von Müller Milchshake. Vielleicht auch heute schon, ich weiß es nicht, aber ich kann nichts versprechen. Morgen auf jeden Fall. So, also ich wünsche euch einen schönen Tag und teilt meine Kanäle gerne, könnt ihr immer machen, meine Videos abonnieren, Kanäle meine ich abonnieren, schickt mir einen Daumen nach oben, bis bald.